Der Schwimmbetrieb im DÜB läuft wieder an. Allerdings nicht im DÜB-Gebäude, sondern im Außenbereich. Eine Traglufthalle über dem sonst im Freibadbereich liegenden Außenbecken macht es möglich. Bis zu 120 Besucher können gleichzeitig die Schwimmhalle nutzen. Wassertemperatur 27 Grad. Wir haben diese Traglufthalle über das 25-Meter-Becken vom Freibad gebaut, um auch im Winter einen witterungsgeschützten Badebetrieb für Vereine, Schulen, Kursanbieter und für jedermann anbieten zu können. In der Traglufthalle untergebracht sind die Duschen, die Umkleiden und die Sanitärräume, sodass jeder Gast, ohne ins Freie gehen zu müssen, das Schwimmangebot wahrnehmen kann. Toiletten, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten bieten zwei Container, die im Bereich der Halle aufgestellt sind. Die Schwimmzeiten für den öffentlichen Badebetrieb sind allerdings begrenzt. Insgesamt haben wir eine Kapazität von 120 Spinden. Das wird etwa auch dann die Besucherzahl sein. Die Halle ist über das 25-Meter-Becken gebaut worden. Sie stand über zwei Tennisplätzen. Es ist uns gelungen, diese Halle gebraucht zu kaufen und wir sind mit dem Zustand der Halle sehr zufrieden. Montags bis mittwochs einschließlich findet der Betrieb für Schulen, Vereine, Kursanbieter und für das DÜB statt. Und Donnerstag bis einschließlich Sonntag ist jedermann Betrieb. Das Bistro ist ebenfalls umgezogen. Ein neuer Wintergarten ermöglicht, dass weiterhin Speisen und Getränke im Badbereich ausgegeben werden können. Die Abbrucharbeiten am Eingangsbereich des bestehenden Bades sind weit fortgeschritten. Die Badleitung hofft, diese in den nächsten Wochen abschließen zu können. Danach sollen die Arbeiten im Bad und für den Erweiterungsbau beginnen. Die Badleitung hofft, den Schwimmbetrieb im neuen DÜB im Sommer 2019 wieder aufnehmen zu können.